Jo, hallo Freunde, begrüße euch einmal wieder zu meiner kleinen Tipps und Tricks-Serie. Ich hoffe, der Ton passt. Wir haben da extremen Sturm herum. Ich habe mich da versucht, ein bisschen auf die Seiten zu stellen, wo es ein bisschen windstiller ist. Ja, was möchte ich euch zeigen? Es geht diesmal gleich mal hauptsächlich um die Action-Cam und die X3000. Und zwar, da gibt es ja ein kleines leidiges Thema, bei mir war es zumindest so, nämlich mit dieser Fernbedienung, was da in diesem Urbandel drin ist. Ich habe da die zweite Cam mit drin, da zeige ich es ab und zu wieder hinein. Und der Verschluss von dem Bandel, das ist ja eine Katastrophe. Das ist eine Sauerei. Also wer das Bandel zubringt, der ist in meinen Augen sowieso ein Weltmeister. Also, das war was, mit dem habe ich mich nie aufreinden können. Dadurch habe ich mir sofort einmal was überlegt. Und ich muss dazu sagen, da ist ein zweites Teil dabei. Heute auch eine kleine andere Cam. Das hat dahinter noch ein Viertel zurückgewinnt. Und so zum Durchschleifen. Und das ist natürlich optimal. Da kann man natürlich die Fernbedienung einklinken. Geht wunderbar. Und man könnte das dann auf einen Gewind drauf geben, auf ein Viertel Zoll Gewind. Von einem Stativ her. Da zeige ich euch dann mehr, was ich mir da alles einfallen habe lassen. Und dann habe ich so gefunden, so Klettbandeln. Mit Verschluss sind die. Sind ca. 30 cm lang. Links schmeiße ich alles unten in die Beschreibung, dass ihr es seht, wenn ihr es wollt. Und zwar geht man da her, das kann man super da durchschleifen. Ist jetzt quasi wie ein Armbandel. Jetzt kann ich das super drüber wickeln und mittels den Klettbandel befestigen. Jetzt kann ich das auch lockerer halten, kann das verschieben, wenn ich es da brauche, so drauf schauen. Also, das ist was auf alle Fälle super ist, weil das ist in meinen Augen eine Chance. Da haben sie völlig daneben gegriffen. Gut, dann tun wir weiter. Das gilt nicht nur einmal für die Armfernbedienung. Ich habe auch noch die alte. Da ist normal so ein Gummi dabei, wo das drauf sitzt. Und unter den Gummi schwitzt man natürlich wie Sau. Gut, das hat zwar so ein Klettbandel, ein eigenartiger Verschluss. Habe ich auch mal runtergegeben. Und das Ganze mit demselben Klettbandel kann ich das jetzt genauso bei mir befestigen. Tschack, bumm, drauf. Drüber. Und das hält. Ich kann das nicht nur immer an den Arm. Ich kann das auch irgendwo anders schön eng drüber wickeln. Wenn ich es zum Beispiel auf dem Lenker montieren will oder sonst wo, geht alles. Also, das ist relativ vielseitig. Gut, das war einmal so viel zu den Fernbedienungen und Bandeln. Wie gesagt, Link haue ich dazu. Die gibt es noch länger auch. Kann man natürlich am Rucksack auch super befestigen. Durchs Molle durch, tschack, bumm, und das halt. Ob es in einer anderen Farbe gibt, kann ich nicht sagen, ich kenne es leider jetzt nur in den Schwarz. War mir ehrlich gesagt wurscht. Ja, so viel mich dazu. Wenn das wer braucht, also das ist ja nicht einmal ein Vorteil, kann ich sagen, weil in letzter Zeit ich renne nur mit den Bandeln um. Man schwitzt zwar auch drunter, aber nicht so schlimm. Und vor allem, das ist ein Horror und das zweite Bandel, das bringst du nicht einmal zu. Gut, gehen wir weiter. Ich habe zum Beispiel da jetzt da eine kleine Kombination, wie ich meistens unterwegs bin. Und zwar ist das ein Dreibeinstativ von Rolle, das Star S1. Link haue ich alles in die Beschreibung, bitte, das kostet 19 Euro oder 18 Euro. Ein Dreibeinstativ, was man aufziehen kann auf 1,25, hat 560 Gramm. Büdel spüle ich jetzt der Fug auch ein.
Ja, und ist meiner Meinung nach ein immenser Vorteil gegenüber einem normalen Selfie-Stick, denn der hat auch ein gewisses Gewicht. Ich habe jetzt meiner mal angewogen, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber Gewicht blende ich jetzt und das Büdel auch jetzt ein. Ja, was natürlich der Vorteil ist, das kann ich überall hinstellen, das kann ich neigen, da kann ich machen, was ich will. Mit so einem Selfie-Stick kann ich mich gerade selber filmen, aber wo irgendwo hinstellen, ist zum Vergessen. Wie gesagt, kann ich euch ans Herz legen, ist nicht schwer, habe ich schon seit mindestens 3 Jahren im Einsatz. Ich habe mir sogar ein zweites gekauft gehabt damals, falls das hier ist, aber das ist halt immer noch pipi feinst. Ja, gehen wir weiter dazu. Was habe ich da für ein paar Verbesserungen drauf? Ich halte es einmal da daneben die Cam. Um bei der Cam einmal selber zu bleiben, die habe ich auch ein bisschen modifiziert. Also das ist ja die X3000, kennt ja jeder. Und wenn man da jetzt genau schaut, sieht man da hinten ein kleines Loch, wo normal die Öffnung ist für den Klinkenstecker. Normal muss man das Teil immer offen lassen, dass man an den Klinkenstecker kommt. Ich bin ganz einfach hergegangen, habe das da aufgebohrt, somit ist das zu. Und ich kann den Klinkenstecker, holen wir sie mal schnell was zum Anstecken. Und ich kann den Klinkenstecker jederzeit von außen super anstecken und muss nicht immer die Klappen auf und zu machen. Okay, wasserdicht ist jetzt nicht mehr. Spritzwasser geschützt wird sicher auch sein, wenn man nicht anders spicke ich da was drüber und das funktioniert genauso. Jo, so viel dazu. Käme wieder drauf. Ich habe mir dann schon, wie ich die Action Cam gekauft habe, habe ich mir auch so einen Blitzschurch-Adapter, oder wie sie der nennt, gekauft. Da kann man eine ganze Menge drauf montieren. Da hängt mein Stickel mein Adapter für das Stativ drauf. Und da hinten habe ich auch noch ein paar Besonderheiten montiert. Und zwar kann ich da jetzt jederzeit ein Richtmikrofon oder ein sonstiges Mikrofon draufschließen oder mein Funkset oder sonst was einfach aufschließen, fixieren, anstecken. Ja, des Weiteren habe ich da noch so einen Winkelstick. Ich zeige euch das, ich habe da jetzt extra noch mal eins mit. Das kann man auch alle Seiten biegen und vertragen, wie man das braucht. Und wer ein Richtmikrofon hat, der weiß ja, wenn einer dahinter spricht, hörst eigentlich fast gar nichts. So, der Vorteil von dem Ganzen ist jetzt, ich mache das, wenn ich jetzt nach vorn filmen will und was dazu erzählen will, drehe ich das um, richte das Mikro auf mich, rede in das Mikro rein, kann filmen und man versteht mich genauso, wie es sein soll und nicht hinter der Kamera, wo alles abgeschwächt ist. Chuck, ein leichter Dreher nach vorn Draht fixiert. Ich kann es wieder umdrehen, kann weiter erzählen. Hallo Freunde, ich bin's, ja. Und wie gesagt, das geht ratzfatz, Chuck, bumm, umdreht. Ja, super, Freunde, Weltklasse wieder. Jo, die Teile werde ich alle unten verlinken. Es gibt da noch so eigene Blitzschuh-Adapter, ich weiß jetzt nicht, wie die wirklich heißen. Die haben unter Viertel Zoll Gewind und oben eben so ein Blitzschuh-Adapter. Dann gibt es noch so gemischte Schrauben mit einem Adapter unten für den Blitzschuh, wo man den einschieben kann. Jetzt zeige ich auch gleich einmal her da in die Cam. Ich verwende diese Teile verdammt super und gern. Sind auch immer wieder bei mir in Einsatz. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt da mein S1 so aufgebaut, dass ich sogar den Monitor drauf montieren kann, wenn ich nicht am Arm tragen will. Dazu bin ich ganz einfach hergegangen, mache das einmal kurz auf. Da ist eigentlich auch ein Blitzschuh-Adapter drauf, kann man alles andere drauf montieren, auch Funkmikrofon,
Richtmikrofon auf der Seite, wurscht wo, wenn ihr den Blitzschuh nicht wollt oder diesen Adapter da nicht braucht, hängt es auf der Seite her. Was habe ich ganz einfach gemacht? Nehmen wir das schnell wieder runter. Ich bin da hergegangen, habe das Stativ da auf der Seite aufgebaut, zeige euch in die Cam, habe es da aufgebaut und habe so ein Viertel Zoll Gewindstift, eine Draht und verklebt. Somit hängt er da drinnen super fest und alles paletti. Da kann ich jetzt natürlich auf den ganzen Zeug montieren, was ich will. Gehen wir zum Beispiel mal her und sagen wir mal, wir wollen den Loni da mal drauf haben zum Beispiel. Ne? Wir wollen ja schauen, was wir sehen. Ich will den jetzt nicht auf der Hand tragen, sondern ich will den quasi da haben. Dann haben wir diesen Adapterteil, den klatschen wir da noch auf. So. Und dann gehen wir her. So, machen wir fest. Gehen wir die Kamera dazu, dass man was sieht. Klar, das ist dann nochmal Spur, bisschen schwerer, aber meine Güte. Schaut dann so aus, wenn ich mich selber filmen will. Sehe ich mich natürlich schön im Monitor. Und will ich jetzt da nach vorn filmen und will sehen, was ich filme, na dann drehe ich das Ganze ganz einfach um. Jack, bumm, stelle es richtig her. Ein bisschen festziehen, ist jetzt locker. Ist jetzt der Full-Effekt, hat sich die Schrauben ein bisschen gelockert, aber ihr wisst, was ich meine. Na komm, lass dich nicht so bieten. So, und dann schaut das so aus. Das kann ich machen, wie ich will. Normalerweise sind die Schrauben, dann ziehe ich die daheim ein bisschen fester, dass das besser hält. Und so hat man eigentlich ein System. Da ist alles dabei. Ich habe mein Mikrofon drauf. Ich habe alles oben, was ich will. Wie gesagt, ich kann es hintragen, wo ich will. Wenn ich was filme von vorn, ich sehe im Monitor, ich rede ins Mikrofon. Freunde, was gibt es Besseres? Ja, in dem Sinn, das war's wieder. Kleiner Beitrag zur Tipps und Tricks Serie. Das kann man natürlich auch mit anderen Kameras machen, wo halt zwar arm dabei ist, ist halt ein bisschen blöd, weil da kein Viertel Zoll Adapter drauf ist. Da muss man sich etwas anderes einfallen lassen. Aber für die ist das echt optimal. Ja, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch wieder mal ein bisschen was Neues erzählen. Ihr könnt das brauchen oder auch nicht. Schwere Kameras würde ich auf den nicht montieren. Also meine Sony wird er wahrscheinlich noch aushalten. Die AX53 wird sicher funktionieren. Aber extrem schwere DSLR oder was würde ich da jetzt nicht wirklich draufhängen. Aber das müsst ihr alles selber wissen. Gut, in dem Sinn sage ich danke fürs Zuschauen. Freut mich, wenn ihr euch ein bisschen was mitgeben könnt, was euch interessiert. Links schmeiße ich alles oben in die Beschreibung. Da könnt ihr euch was aussuchen mit Preisen und allem Pipapo. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und pfiat euch!